Hi, heute gibt es diese leckeren Hähnchenteile mit einer Soße aus saurer Sahne und ein bisschen Mais. Und wenn du wissen möchtest, wie ich das genau gemacht habe, dann heißt es für dich dranbleiben. Hallo liebe Freunde von Dixitaner Barbecue und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch mal so eine kleine schnelle Nummer machen, und zwar soll es heute ein bisschen Hähnchen geben mit ein paar Gewürzen, Kleinigkeit von Zutaten, und das Ganze machen wir in Dutch Oven. Und damit der sich jetzt schon mal ein bisschen aufheizen kann, stelle ich den schon mal auf den vorbereiteten Grill drauf. Da kann er sich dann jetzt schon mal ein bisschen aufheizen, denn die Hähnchenteile, die werden wir jetzt als erstes gleich, wenn der Dutch Oven schön heiß ist, einmal schön anbraten, schön scharf. Dann werden wir das Ganze so ein bisschen ablöschen mit ein bisschen Gemüsebrühe und mit ein bisschen Wasser. Dann haben wir noch ein bisschen saure Sahne, wir haben noch ein bisschen Mais, und daraus wird, denke ich mal, eine ganz runde Sache. Und die Hähnchenteile, die werden dann definitiv lecker werden. Was ich genau jetzt hier auf dem Zutatentisch alles habe, das zeige ich euch jetzt. Kommt mal ran. Ja, für unsere Hähnchenteile aus dem Dutch Oven brauchen wir natürlich hier so ein paar Hähnchenteile. Da habe ich hier so Hähnchenkeulen und Teile von der Hähnchenoberkeule. Wir brauchen Mais, wir brauchen etwas saure Sahne, etwas Gemüsebrühe, etwas Öl zum Anbraten, Salz, Pfeffer. Da habe ich hier mein immer noch Lieblingspfeffer, den Malabarpfeffer. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser, wir brauchen das Maiswasser, das habe ich nämlich aufgefangen. Dann brauchen wir ein bisschen Mehl, Petersilie, Knofi, eine weiße Zwiebel. Dann zum Anbraten habe ich hier noch so ein bisschen fetten Speck vom Taki, Kräuter der Provence, ein paar Küchenutensilien liegen hier noch rum und natürlich unseren Dutch Oven, der sich aber bereits schon auf dem Grill befindet und dem Teil schon ein bisschen vorheizen kann. Das erste, was ich jetzt tun werde, ist die Hähnchenteile auch einmal hier an dem Gelenk halbieren. Dann werde ich sie salzen und pfeffern, und dann werden sie schon gleich einmal im Dutch Oven schön scharf angebraten. Und dann kommen noch die restlichen Zutaten dazu. Deckel drauf, dreiviertel Stündchen maximal. Schön langsam, leise vor sich hin köcheln lassen. Und dann sollten wir schon eine leckere Geschichte fertig haben. Also ich lege jetzt mal los. Wie gesagt, fangen wir mit den Hähnchenkeulen an. Bevor wir jetzt aber anfangen, ziehe ich mir auch immer noch Fixhandschuhe an. Wir arbeiten ja mit Geflügel und da bin ich immer sehr vorsichtig mit. So, ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Ich räume mal hier ein bisschen was zur Seite noch. So, so, so. Das sieht doch schon mal gut aus. Fangen wir mal an, dass wir uns hier so eine Hähnchenkeule nehmen. Hier ist ja das Gelenk. Und da schneiden wir uns einmal mal durch. So. Und an der richtigen Stelle lässt sich das ganz leicht einmal durchschneiden. Das mache ich mit den anderen Beinen auch. Hier ist das Gelenk dran hergeschnitten und sauber durchgeschnitten. Da haben wir schon fertig hier. Auf die Hähnchenteile kommt dann jetzt so ein bisschen Öl. Und das vermengen wir gerade mal so ein bisschen. Das dient eben halt einfach nur dafür, dass das Salz und der Pfeffer besser an den Teilchen dran bleibt. So. Ziehe ich mir jetzt die Handschuhe aus. Und dann kommen wir schon mit dem Pfeffer. Gehen die einfach so ein bisschen über die Teile. Salz. Und dann drehen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Da, wo noch keine Gewürze dran sind, dann deinem Tat auch was rankommt.
So. Zack. Unsere Hähnchenteile sind jetzt gewürzt mit Salz, Pfeffer und jetzt kommen sie gleich in den Dutch Oven und werden einmal schön scharf angebraten. So, jetzt heißt es, unsere Hähnchenteile schön scharf anbraten. Denken wir mal, wenn wir alle reinkriegen. So. Und die lassen wir jetzt erstmal schön in Ruhe scharf anbraten. In der Zwischenzeit, wie unsere Hähnchenteile im Dutch Oven am Braten sind, werden wir schon mal unsere saure Sahne nehmen. Den hier. Und dann habe ich hier so einen Esslöffel Mehl. Das geben wir mit in die saure Sahne rein. Das werden wir einmal ein bisschen verquirlen. Und damit werden wir die Soße später nämlich binden mit der sauren Sahne und dem Mehl. So. Und das können wir jetzt auch schon zur Seite stellen. Jetzt werde ich die Hähnchenteile mal umdrehen und von der anderen Seite anbraten. Und dann machen wir auch schon gleich weiter. Unsere Zwiebel muss ja auch noch klein geschnitten werden. Das machen wir mal eben. Aber nicht übertrieben klein. So. Der Wolfgang macht schon wieder Krach da hinten. Besser gesagt, der lässt schon wieder Krach machen. Kriegt wohl irgendwie eine neue Tür eingebaut oder sowas. Aber lässt sowas immer dann machen, wenn ich meine Videos drehe. Soll ich mal einen anderen Zeitpunkt aufsuchen? Wolfgang, hast du das gehört? So. Also wie gesagt, wenn im Hintergrund hier so ein paar störende Geräusche sind, liegt nicht an mir. Die Zwiebeln sind klein geschnitten und die kommen dann, wenn die Hähnchenteile angebraten sind, nämlich dann auch gleich kurz mit in den Topf zum Anbraten. So, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Jetzt ist im Hintergrund doch ziemlich laut am Bohren. Unsere Hähnchenteile sind jetzt soweit gut angebraten, haben ein bisschen Farbe bekommen. Die habe ich jetzt wieder rausgeholt. Denn jetzt müssen wir nämlich unser Paprikapulver mit beigeben und ein paar Flüssigkeiten und dafür hole ich euch eben mal ran. Ne? So, dann geben wir jetzt unser Paprikapulver mit bei. Bevor uns das verbrennt, löschen wir das Ganze gleich ab. Geben unseren Mais mit bei. Die Flüssigkeit vom Mais. Jetzt habe ich aber doch eins vergessen. Ich wollte eigentlich die Zwiebeln mit anschwitzen, aber ja, ist jetzt irgendwie untergegangen. Macht gar nichts. Dann kommen sie jetzt halt einfach so mit rein. Kann deswegen nicht schlechter sein. So, jetzt kochen wir das Ganze einmal auf und wenn es kocht, dann geben wir unsere mehlsaure Sahnemischung noch mit bei.
Vorher geben wir aber noch unseren Knobi mit bei. So, das Süßchen soweit ist schon mal am Köcheln. Das ist wunderbar. Denn jetzt kommt dann nämlich unsere saure Sahne Mehlmischung noch bei. Super. Einen kleinen, ganz kleinen Schluck Wasser gebe ich doch noch mit bei. So. Ja, das sieht gut aus. Und darauf legen wir unsere Hähnchenteile. Super. So. Na. Kommt da noch mit bei. Super. Jetzt nur noch den Deckel drauf. Und den nächsten Deckel drauf. Super. Fertig. Ja, unsere Hähnchenteile, die sind jetzt mittlerweile im Dutch Oven verschwunden. Ja, die Zwiebel habe ich jetzt vergessen anzubraten. Ja, egal, schmoren sind halt jetzt so mit. Ist kein Beinbruch. Ja, ich denke mal so als Zeitansatz würde ich sagen so 45, 50, 60, also 45 bis 60 Minuten. Heißt es jetzt warten. Und ach ja, eins als Tipp noch. Schmand oder wenn ihr mit Sahne arbeiten möchtet oder mit der sauren Sahne, nicht mit Schmand, war ja saure Sahne, nehmt da bitte nicht die fettreduzierte oder sowas, weil wenn ihr die fettreduzierte nehmen würdet und ihr köchelt die dann eine Weile, dann fängt die an so zu grisseln und das sieht dann unschön aus. Das sieht aus wie saure Milch oder irgendwie sowas. Also da mal jetzt auf fettreduziert verzichten, dann einfach mal saure Sahne mit 30% oder Sahne mit mindestens 30% Fettanteil nehmen, ne? Ja, jetzt zum Schluss haben wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Petersilie und Kräuter der Provence. Die kommen dann zum Schluss mit dran, damit werden wir dann das Süßchen nachher abschmecken. Und ja, das kann man dazu essen. Dazu kann man natürlich wunderbar ein schönes Baguettebrot nehmen. Das würde schon ausreichen. Schön so für die Soße tunken. Oder man macht Spätzle und oder Reis. Wir haben uns dafür entschieden. Das gibt es ja bei uns heute Abend und wir werden dazu lecker Spätzle machen. Ja. Soweit erstmal alles gesagt. Jetzt heißt es abwarten. Also, dann bis gleich in einer Dreiviertelstunde. Ja, denn die 45 Minuten sind dann jetzt auch vorbei. Und jetzt werden wir unseren Dutch Oven mal aus dem Grill rausholen. Eins, zwei, drei. Boah, da brauchen wir Gewicht, ne? So, wollen wir mal reinschauen. Uiuiuiui. Boah, es liegt auf jeden Fall schon mal richtig lecker. Ich weiß nicht, ob ihr da was sowas sehen könnt. Ja, würde ich sagen, kosten wir mal einmal kurz, ob wir noch was abschmecken müssen. Heiß.
Nö, eigentlich nicht. Können wir nur noch ein bisschen Petersilie mit reinmachen. So. Die Petersilie immer erst zum Schluss reinmachen. Denn ihr wisst ja, wenn wir sie am Anfang mit reinmachen und die Petersilie mitkochen lassen, dann wird die so unhübsch braun und das wollen wir nicht. Das ist jetzt nochmal ein schöner Farbtupfer hier, das Grüne. Boah, lecker. So. Dann würde ich sagen, hole ich euch mal ran und dann machen wir uns jetzt ein Tellerbild und dann wird gekostet. So, dann hauen wir uns mal was Leckeres drauf. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal hier so ein Hähnchenteil von der Oberkeule. Bisschen Soße mit Mais. So. Super. So. Jetzt habe ich hier natürlich noch ein bisschen gekleckert. Das ist unschön. Der Tellerrand gehört dem Gast. Ja, und hier ist unser Teller mit unserem lecker Süßchen mit Mais und Petersilie, unser Hühnchen. Da kann man jetzt noch ein bisschen Toast beigeben oder wer möchte Reis oder Spätzle, die passen auch da super zu. Ja, ich sage dann schon mal guten Appetit und jetzt sehen wir uns dann gleich zum Kostali. Hier haben wir jetzt mein Kostali. Werde ich, bevor ich es kosten werde, mal mir das Hähnchenfleisch ein bisschen vom Knochen runterziehen. Lässt sich das besser essen. Boah. Also zart ist das Fleisch allemal. Sehr, sehr geil. So, nehmen wir den Knochen mal beiseite. Eine Scheibe Brot reicht mir auch. Oh, wollen wir mal kosten. Sehr geil. Boah. Das Hühnchen. Schön zart. Die Soße hat schön Bums. Der Pfeffer kommt gut raus. Der Mais kommt gut raus. Bums hat die Soße aus dem Grunde, weil ich nämlich zwischendurch mal noch ein bisschen Cayenne-Pfeffer mit reingemacht habe. War lecker. Sehr geil. Boah, Leute, mega geil. Mega, mega geil. Alter. So einfach zu machen und so lecker und das Ganze in 60 Minuten, maximal 70. Sehr geil. Wirklich geil. Boah, kurz mal trinken. Bleibt mir natürlich jetzt wieder nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir durch einen Daumen nach oben. Wohlwollende Kommentare sind immer gerne gelesen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte das jetzt tun. Hier unten, da habt ihr so einen Abonnier-Button, da könnt ihr draufklicken. Daneben das noch so eine Glocke, die müsst ihr mittlerweile und neuerdings aktivieren, weil sonst werdet ihr nämlich absolut nicht benachrichtigt, wenn ich ein neues Video freitags raushaue. Wer mag, der kann natürlich auch auf Facebook und Instagram kurz vorbeischauen und da vielleicht noch ein Däumchen hinterlassen oder mich abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ich esse das jetzt noch in Ruhe auf. Ich bin für heute raus. Tschüss, ciao, euer Sören von Steiner Barbecue. Ciao. Alter, das ist wirklich gut. Wirklich gut. Knochen ablutschen. Mmh.
Boah, sehr geil. So muss essen. Schnell und einfach. Ja gut. Essen wir den Rest drinne. Ciao.